Die Kraft des Ja. Wir sind im Augenblick dabei, unser Lebensthema noch besser zu fokussieren, zu zentrieren. Und es ist die Kraft des Ja. Wir haben gestern einen Film gesehen mit Jim Carrey, Yes Man, der ist gerade gestern als Weltpremiere rausgekommen. Und da sieht man diesen Mann, der durch diese Kraft des Ja sein Leben verwandelt und plötzlich Erfolg hat, obwohl er eigentlich zu sehr irrationalen Dingen Ja sagt. Und wir praktizieren das seit Jahren. Wir praktizieren auch das Lachen als eine Form von Ja sagen. Und mir ist gerade vorher klar geworden, das ist eine Weltentdeckung. Die Überwindung der Ernsthaftigkeit, die Entdeckung der Leichtigkeit als einer wirklichen existenziellen Kraft. Und Jahrtausende lang waren von dieser Ernsthaftigkeit geprägt, von Kriegen, von Weltanschauungen, von Spannungen. Und wenn wir in die Leichtigkeit kommen, in die Positivität des Ja, wenn wir das üben, und das kann man üben, dann entdecken wir eine ganz neue Dimension. Das hat man auch in dem Film gesehen. Und in den Filmen ist das schon seit vielen Jahren klar. Wenn man gute Filme sieht, dann sieht man diese Botschaft wunderbar ausgedrückt. Aber im Alltag der Menschen ist es noch zu wenig präsent. Obwohl wir ja gesehen haben mit unserer Initiative Die Kraft des Ja, als innerhalb von zwei Wochen fast 10.000 Leute Ja sagten auf dieser Webseite, das Potenzial ist da. Und was wir tun, Christina und ich, wir sind die Katalysatoren und die Inspiratoren, die euch und die Menschen ermutigen, das auszuprobieren, das Risiko auf sich zu nehmen, Ja zu sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unvernünftig ist, etwas zu wagen, über sich selber rauszugehen. Und dort liegt ein unglaubliches Potenzial. Denn wenn wir von Angst bestimmt sind, dann sind wir eben erstarrt. Aber wenn wir von Enthusiasmus, Freude und Positivität erfüllt sind, dann wachsen wir sehr schnell. Und dann werden Ressourcen entdeckt, die sind viel größer als all die materiellen Ressourcen, die wir bisher auf diesem Planeten hatten. Das ist die Ressource der Liebe, die Ressource der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit und die Ressource der Kreativität. Und damit werden wir eine lachende Weltrevolution durchführen, denn das ist eine ganz neue, wunderbare Entdeckung.